Ich steige aus dem Aktienmarkt, und zwar habe ich 7 saisonale Anlagestrategien, die ich als Zertifikat bei Lang und Schwarz aufgelegt habe. Und mit den letzten 2 bin ich jetzt heute aus dem Aktienmarkt ausgestiegen, nämlich mit den 2 Sell-in-July-Strategien. Warum, erkläre ich Ihnen jetzt auch. Und zwar habe ich heute gepostet, ich habe mir das mal angeguckt, wir haben einen Gegenwind, der schon länger dem Aktienmarkt entgegengeht, nämlich die Geldmenge. Wir sehen hier, bis 2022 im Frühjahr ist die Geldmenge erhöht worden, die Geschwindigkeit ist zwar verringert worden, und dann ist die Geldmenge herabgesetzt worden. Und gleich sind die Kurse auch mit runter, haben sich aber auch jetzt hier wieder ein bisschen erholt. Und die Geldmenge geht aber weiter runter und der Kurs geht nach oben. Und das ist natürlich gefährlich. Man muss dazu wissen, dass die Geldmenge natürlich immer versetzt die Aktienkurse belastet. Wenn die Geldmenge entzogen wird, dauert es meistens 3 oder gar 6 Monate, bis das wirkt. Das heißt, diese Verringerung, die greift noch gar nicht richtig und das wird kommen. Da empfehle ich Ihnen das Video vom Dr. Jens Erhardt. Der hat ja seine Dissertation über Geldmengeneinfluss auf die Aktienkurse schon Ende der 70er Jahre geschrieben. Also unser Urgestein mit den meisten Börsenjahren Erfahrung, über 50 Jahre. Und da ist es ganz gut beschrieben. Und man kann es auch sehen, natürlich, wenn die Geldmenge ständig erhöht wird, das ist das, was wir immer hatten, dann steigen auch die Kurse. Warum, können Sie hier in dem Blog lesen. Ich verlinke Ihnen das unten. Ich wollte nicht so tief reingehen. Der andere Punkt ist, ich habe eine Umfrage gemacht bei LinkedIn und bei YouTube. Und das sind alles natürlich informierte Anleger oder sogar Profis, die hier mit abgestimmt haben. Und davon gehen 10,7 davon aus, dass wir jetzt über den Sommer, also bis Herbst, über 20% Verlust am Aktienmarkt erleiden müssen. 21,4% gehen davon aus, dass der Verlust zwischen 10 und 20% sein wird. Und 42,9% gehen davon aus, dass der Verlust bis 10% sein wird. Also insgesamt gehen 75% der Befragten davon aus, dass die Kurse fallen werden. Und 25%, also ein Viertel, geht davon aus, dass es kein Sommerloch geben wird, dass die Kurse weiter munter steigen werden. Ich habe auch abgestimmt. Meine Stimme ist hier. Ich würde sie heute aber nach hier schieben. Ich glaube eher, dass der Verlust größer als 10% sein wird, gerade wegen der Geldmenge. Aber das ist nicht der einzige Grund, denn wenn ich mir den Angst- und Gier-Faktor anschaue, der ist auf Extremgier. Das heißt, die Anleger sind extrem optimistisch, extrem bullisch eingestellt, und das ist für mich ein Kontraindikator, vor allem wenn hier der Abstand von der 200-Tageslinie zum Kurs so groß ist, da kommt der Kurs meistens runter. Also das ist einfach so, der Abstand ist nie länger sehr, sehr hoch, deswegen glaube ich auch, dass die Kurse demnächst nach unten gehen. Und wir sind einfach alle viel zu optimistisch. Auch die Umfrage in den USA ist ja ganz anders abgelaufen. Das sind natürlich viel mehr Beteiligte. Und das ist nicht nur eine kleine Community wie bei mir, sondern 41,9% der amerikanischen Investoren gehen davon aus, dass die Kurse steigen. Und nur 27,5%, dass sie fallen. Also das ist mir zu optimistisch. Ich verlinke Ihnen hier mein Video. Ich habe ja letzte Woche am Freitag noch eine ausführliche Analyse zum Aktienmarkt gemacht, die mich auch motiviert hat, eher jetzt schon Anfang Juli die Aktien zu verkaufen in diesen 2 Zertifikaten, die eben Sell in July praktizieren. Und ein Punkt darf man auch nicht vergessen, die Saisonalität, das Sommerloch, das ist einfach, sind einfach schwache Monate, da kommt wenig Geld auf den Markt und jetzt wird noch weiterhin Geld entzogen durch die Notenbanken. Deswegen glaube ich, dass wir hier diese Gefahr, die wir in den Statistiken sehen, auch jetzt bekommen. Also, dass die Kursrückgänge einfach größer sein werden. Hier haben wir der Juli, der ist noch ein ganz schöner Monat in der Regel mit 1,84% Downside Risk. Und dann verdoppelt sich das Risiko, mehr als verdoppelt sich das im August, im September, und dann das Schlimmste ist im Oktober. Und deswegen saisonal alleine lohnt sich schon, mit einer saisonalen Anlagestrategie jetzt mal langsam die Gewinne abzuschöpfen und mitzunehmen. Das habe ich gemacht. Und was mich aber am aller skeptischen stimmt, ist, dass die amerikanischen Investoren ihre Aktienquote so langsam verringern bei langsam steigenden Kursen. Und das ist für mich ein Zeichen. Ich glaube, dass da etliche große Investoren in den USA
BlackRock, Bank of New York Mellon, irgendwelche institutionellen Anleger hier langsam aus dem Markt rausgehen, ihre Aktien schön verkaufen, wenn die Stimmung noch gut ist, weil sie davon ausgehen, dass wir eine Kurskorrektur oder gar einen Crash bekommen. Genau, und das ist für mich, sage ich mal, genug Information. Oder für Sie war das eine kleine Zusammenfassung. Ich habe natürlich eine größere Analyse gemacht, aber für mich war das ein Zeichen, dass ich jetzt mit diesen zwei Sell-in-July-Strategien jetzt schon den Aktienmarkt verlasse. Und das habe ich unterschiedlich gemacht. Sell-in-July Euroland. Hier habe ich Folgendes gemacht, also alle Aktienpositionen verkauft und habe jetzt zwei Rentenfonds gekauft und ungefähr die Hälfte. Das holen die wieder ein bis zum Herbst und die andere Hälfte habe ich Cash gelassen. Vielleicht, wenn wir einen Crash bekommen, gehe ich hier mit ein bisschen Short noch rein, um da noch ein bisschen Plus zu machen. Vielleicht aber auch nicht. Hier bleibe ich eher etwas konservativer. Und Sie sehen, ich habe verkauft hier am Hochpunkt, am höchsten Punkt, den das Wikifolio erreicht hat. Und hier bei dem Halloween-Strategie Sell in July habe ich es ein bisschen anders gemacht. Da habe ich im Prinzip ganz viel Cash gelassen. Auch hier habe ich am Höchstpunkt verkauft. Ich glaube jetzt nicht, dass es noch höher kommt. Kann natürlich, aber ein bisschen früher verkaufen. Hat noch nie jemand geschadet, die Gewinne mitzunehmen. Hier habe ich es anders gemacht. Ich habe ganz viel Cash gelassen, also fast 90% Cash. Und mit 10% bin ich auf fallende Märkte gegangen, also mit ETFs, die Double Short sind. Das heißt, wenn die Aktien fallen, wie das hier jetzt heute schon der Fall war. Das eine Zertifikat hat seit morgen schon 1,4% plus gemacht. Das andere ist noch leicht im Minus mit minus 0,4%. Und ich gehe davon aus, dass wir hier mit den Kursverlusten dann auch das ganze Portfolio mit 1, 2, 3% bis zum Herbst nach oben heben können. Das ist so das Ziel. Die habe ich aber gut im Auge, weil mit Short-Positionen muss man immer sehr, sehr aufpassen. Das kann auch schnell in die andere Richtung gehen. Deswegen habe ich da ein Auge drauf. So, ganz, ganz wichtig natürlich der Disclaimer, bitte lesen, das ist keine Anlageberatung. Auch ich habe natürlich Aktien, die ich halte, die ich nicht verkaufe. Da habe ich eine Buy-and-Hold-Strategie, aber die Strategien, in die ich auch investiert bin, die sind natürlich saisonal. Mit den saisonalen Anlagestrategien bin ich jetzt komplett aus dem Aktienmarkt raus. Klar, seit dem Mai sowieso, der Mai ist ja schon vorbei. Die flexiblen habe ich auch schon umgestellt und jetzt die letzten Sell in July habe ich heute umgestellt als Information für die Anleger. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Thomas Hupp.